Wir begrüßen euch wieder bei uns im K-Werk, heute mal direkt aus dem Auto. Sind gerade an der Halle angekommen. Adrian und ich sind wieder hier. Und genau, wir wollen euch heute mal ein kleines Video zeigen, so mal ein bisschen was Basic-mäßigeres. Haben hier einen Audi A4 B8. Der braucht einmal ein neues Thermostat, weil er nicht mehr wirklich auf Temperatur kommt, wie man da auch gut sehen kann. Wir sind jetzt hier 70 Kilometer hergefahren. Nadel steht bei, naja, irgendwas knapp über 70 Grad. Weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann. So ein bisschen der neue Daily Driver von meiner Freundin und von mir. Und genau, muss so ein, zwei Sachen dran gemacht werden. Wir nehmen euch einfach mal mit. Thermostat ja eigentlich gar nichts Wildes im Endeffekt, ne? Ziemlich aber entspannt eigentlich, aber schon so ein. Wir machen uns schon immer lustig, weil eigentlich wirklich jedes Auto, was in unseren Fuhrpark neu reinkommt, was nicht neu ist, hat eigentlich immer ein Problem mit dem Thermostat. Immer. So, keine Ahnung wieso, aber. Keine Ahnung, ich habe gefühlt schon an jedem Auto, was wir so haben, Thermostat getauscht, außer die neu waren so. Bei dem jetzt aber mal zum Glück ganz entspannt verbaut, dadurch, dass der Motor längs verbaut ist, kann man da deutlich besser ran als bei manchen anderen Fahrzeugen. So, wir haben es letztens erst wieder bei einem Touran gemacht, weniger Spaß gemacht, war schon besser als bei einem Caddy, bei dem vorigen, was war das, du hast Caddy 4 Caddy und dann 3. Caddy 3 war es. Caddy 3 Facelift, ja. Genau. Ja, genau, wir nehmen euch heute jetzt einmal kurz mit, fahren jetzt in die Halle rein und dann wird da einmal kurz das neue Thermostat reingebaut und dann hoffen wir, dass die Problematik dann halt behoben ist. Genau, bis gleich. Bis gleich. Warum müssen wir diese Teile so unterpacken? Ja, weil der so hübsch tiefe Schweller hat. Und weil unsere Bühne nicht in die Erde eingelassen ist, richtig? Richtig. Wir könnten ja die andere Bühne nehmen, aber erstens steht da ein Auto. Und zweitens haben wir da ein Problem mit unserem Kalibrierung. Potentiometer. Ja. Also wer Bock hat und sich richtig gut mit Hebebühnen auskennt und da richtig Bock drauf hat, ist herzlich eingeladen. Zumindest kalibriert die rechts und links immer scheiße irgendwie, ne? Ja, die zieht immer hin und her und korrigiert immer wieder, aber das Auto hängt trotzdem ständig schief. Und ab und zu will sie dann auch gar nicht. Also wir haben schon geguckt, es ist irgendwie so ein Dings halt, was da drin getauscht werden muss. Aber bis jetzt hatte noch keiner die Lust und Muße, das Ding auseinanderzubauen, sich das genau anzugucken, welches Teil es ist und es zu bestellen. Also, wenn jemand unter euch Hebebühnenbauer ist und uns eine kurze Anleitung schicken will, gerne. Meldet euch. Auf alle Fälle jetzt erstmal das Autochen hoch. Wir ziehen uns um. Genau. Und dann geht's los mit dem Thermostat. So machen wir das. So, Philipp demontiert gerade mal die, ich wollte gerade sagen Motorwanne, aber den Unterfahrschutz, damit wir auch gleich einen Bottich drunter stellen können, um das Kühlmittel gut abzulassen. Das wird schön auffangen können. Kommt einmal die Plastikbekleidung ab. Ist ja nicht so, dass sie vor zwei Tagen erst ab war zum Ölwechsel. Tja. Aber wenn man natürlich vorher keine Probe fahren, kann man das natürlich nicht wissen. Kenne ich schon vom Passat. In so eine komischen Klammern da reingehen. Die sehen nämlich so aus. Also hier, das sind nämlich so eine lustigen Schrauben, die nur bis zu einer Stufe sich so festziehen sozusagen. Man kann ja nicht zu weit drehen. Genau. Ja. Dass man sich wundert, warum die da so lose sind oder so. Das ist einfach so. Ja, haben wir hier. Wir suchen nämlich noch eigentlich den Kühlmitteltemperatursensor. Aber der hängt, glaube ich, von oben. Den wollen wir nämlich auch noch wechseln. Genau. Sonst von hier sehen wir gerade gar nicht viel. Ne? Hier siehst du eigentlich nichts. Hier siehst du nur die Lenkung. Welche Schraube meinst du? Da hat er mal aufgesetzt. Ja. Genau. Siehst du ja auch, ich erst dachte, das ist gar keine Schraube. Aber da steckt halt nur Scheiße drin. Eigentlich ist es auch so ein Vielzahn. Ja. Und hier ist die Lenkung halt so lustig gelagert. Ne? Die hängt halt auf der langen Schraube. Dann kannst du sie komplett als Stück nach unten rausnehmen. Oh ja. Da sieht man auch die gute Getriebe. Auch ganz schön fett, ne? Den fetten Wandlerautomaten. Und ja, sonst die hochgelobte Mehrlenkerachse mit ihrer neuen Arschlochschraube. Oh, das sieht alles noch gut aus. Müssen wir zum Glück erstmal nicht ran. Wie süß. Das ist fürs Leist. Xenon. Achso, okay, seine Lichtweitenregulierung. Aber warte mal. So. Fällt das, glaube ich, auch besser. Noch ein Stück mehr. Mal ein bisschen Fett dran machen. Machen wir gleich noch. Weil die gammeln immer gerne fest. Und dann ist Leuchtweitenregulierung nicht mehr vorhanden in Funktion. So, ich würde sagen, wir fahren den Hobel mal runter.
stellen eine Wanne drunter und lassen mal wieder ab. So, was haben wir hier? 2 Liter TDI? 2 Liter TDI, 105 kW, 143 PS. Motorcode ist CJA, glaube ich. CJCA, glaube ich. Wir stellen euch das hier nochmal rein. Timmy, der es schneidet, der blendet euch das richtig schön da oben ein. Bup, bup. Aber ich glaube, es war CJCA. Das gute Stück sitzt da, so vor meinem Finger. Warte, ich hole meinen Zeigestock. Dein Zeigestock. Herr Meissner hat einen Zeigestock. Einstell-Zeigestock. Da. Da ist es. Ja. Ein Abgang? Ja. Da ist noch einer. Da, siehst du das? Ja. Und da hinten, ganz in der Tiefe, mal gucken, wenn ich von hier so ein bisschen reinleuchte. Da geht's noch in so ein Rohr rein. Genau, also 3 Anschlüsse hat's. Hat hier 2 Schrauben. Das ist ja vielleicht nochmal nicht unwichtig. Eine da oben, genau vor meinem Zeigestock. Und die andere sitzt parallel so ein bisschen schräg nach vorne, da drunter. Da. Ja, jetzt im Spot. Jetzt bin ich anmagnetisiert. Ja. Da ist er. Genau, die 2 müssen ab, die Schläuche vorher ab. Bange bei dem unteren Rohr, oben ist die normale VW oder VHG Federbandschelle, die man ja kennt. Die wir auch schon tausendmal erwähnt haben, wofür man halt immer das Spezialwerkzeug braucht. Und die und welche? Wo ist die? Unten ist so eine Spange zum Rausziehen. Die ist hier. Ah, auch wieder mit so einem. Das ist so ähnlich so wie die Kühlmittelsensoren und so bei VW auch mit sind. So einer Sicherung. Genau. So einer Sicherungsklammer. Die beiden und die Schrauben. Hinten müssen wir nur rausziehen. Und hinten müssen wir rausziehen. Ansonsten war das da 13er Nuss und innen Vielzahn wahrscheinlich, aber 13er Nuss. Ja, gibt es beide Varianten. Erstmal würde ich sagen, Wanne unten drunter ablassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben mal das Werkzeug rausgesucht, was wir hoffen, was wir nur brauchen. Kann sein, dass später noch was dazu kommt. Mehr nicht. Es gibt laut einigen Anleitungen, dass man mehr wegbauen muss. Wir versuchen es jetzt mal mit dem minimalen Aufwand. Wenn man nur das braucht, dann nur einmal die flexible Schlauchschellenzange für die VW-Schellen. Eine Spitzzange für diese eine Sprengring da. Eine 13er Nuss für den einen Halter von dem Sensor, zeigen wir gleich nochmal. Und ansonsten ein kleines Gelenk, 10er Nuss. Und eine Verlängerung. Zoll. Eine Ratsche bräuchten wir vielleicht noch. 14 Zoll Ratsche und Verlängerung. Hier. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir das jetzt mal da ab. Fangen wir hier mit dem Sprengring an, dann können wir schon mal das Wasser ablassen. Und dann schauen wir mal. So, ob du das jetzt siehst, mal gucken. Man sieht die Spitze der Zange. Jo. Zieh mal dran erstmal. Top. So, jetzt ist eigentlich schon entriegelt. Das mussten wir mal gucken. Oh, und getroffen haben wir doch. Schon daran kann man jetzt sehen, dass der Thermostat ja nicht mehr so ganz offen zusteht. Sonst wäre mehr gekommen? Nee, sonst wäre weniger gekommen. Ja. Ne, weil das ist ja hinter dem Thermostat. Genau, wir sind jetzt auf der Seite zum Kühler hin. Ja. Klar kommt jetzt auch was aus dem Kühler so, aber von oben darf ja gar nichts kommen eigentlich. Also ein kleiner Schluck. Dann würde ich sagen, hole ich mal die Zange. Damit werden wir hier mal die hübsche Schelle abmachen. Zusammendrücken. Wie Oscar. Also doch erst Halter abschrauben, ne? Wir schrauben jetzt erstmal hier den Halter ab. Das ist die eine Schraube hier. So ein Kabel, Kabelinski. Von einem kleinen Sensörchen. Da ist es jetzt wieder gut beraten, wenn man das Ding nicht runterfallen lässt. Deswegen der Zeigestock. Der Magnet. Nicht zu früh. Da ist sie, da ist sie, die Kleine. Unterlegscheiben sind nicht dran. Jetzt können wir den Halter hier schon mal wegnehmen. Zumindest haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Platz. Hinhängen. Thermostat oder erst die anderen Halter? Thermostat, oder? Erstmal Thermostat, mal gucken, wie weit wir damit so kommen. Okay.
Jetzt sieht man sie jetzt ganz zu ran. Kommen wir die zweite. Da ist die obere und da ist die untere. Da oben auf der Langsamschaft. Leicht. Mutter war der Halter. Jo, perfekt. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier das gute Stück schon rauskriegen. Oder ob wir uns hier erstmal. Wir machen mal ein bisschen Platz. Hier. Einfach nur so ein Drehgriff zum Drehen. Macht sich dann für so eine Sache manchmal ein bisschen besser. Du meinst, das ist ein Gelenk, was man in unserer Hand nicht eingebaut hat? Ja, man hat uns greifen, ne? Man hat uns halt keine Sechskant-Fingerspitze gebaut, aber dafür brauchen wir eine Verlängerung. Ihr seht, wir brauchen noch mehr als die vier Werkzeuge. Das haben wir nochmal mit einer kleinen Verlängerung. Oh, schön. Und dann sollte sich das auch einfacher lösen lassen. Wir schauen mal, was stand in den Anleitungen, dass du dir eigentlich... Die anderen haben, glaube ich, hier das Rohr weggebaut. Ja, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, aber... Naja, wir sind ja noch am Anfang, ne? Vielleicht bauen wir es gleich doch weg, ihr werdet es gleich sehen. Aber ich glaube, wie meistens werden wir es nicht wegbauen, ne? Nee. Wir kriegen das da irgendwie reingedreht und rausgedreht. So sehe ich das auch. Passt dann schon. Da ist die kleine Schraube. Haben wir auch. Und jetzt kann nämlich dieses Rohr hier ein bisschen weiter weg. Schon hat man hier ein bisschen mehr Platz, um hier zu einmal durchzugreifen. Ja. Aber es ist halt dadurch, dass es in den Block reingesteckt ist, wir können es ja mal kurz an den neuen Teil zeigen, ist halt dieses Stück mit der Dichtung. Ja. Sitzt halt im Block, ne? Sitzt jetzt so in der Position. Ja, genau. Und das muss man jetzt halt da erstmal so ein bisschen raushebeln. Zusätzlich steckt es ja hier noch auf dem Rohr drauf. Das ist ja auch nur so eine Steckverbindung. Und oben die, warte, halt nochmal oben so der Schlauch ist auch noch dran. Der Schlauch ist noch dran. Genau. Und hier ist ja auch noch eine Dichtung. Genau. Und dadurch muss man es jetzt so ein bisschen. Jetzt ein bisschen jackeln. Aber geht ja schon. Zwar hier irgendwie so durch. Jetzt brauche ich mal kurz ein bisschen Licht. Wenn man hier was sieht. Ja. Kommt da? Wenn dann nur langsam, ne? Kommt langsam und gemütlich. Jetzt so, dann können wir da den einen lose machen. Die Schraube da. Siehst du die? Da, ja. Direkt da oben auf. Ja, dann 2 Uhr hinterm Ölfilter. Das ist nämlich die Halterung von dem Rohr, was noch aus Thermostat nur gesteckt drauf ist. Da komme ich auch mit dem Finger ran. Aber warte mal, wir können das hier mit unserem Magnet. Nö, aber wir lassen das Gelenk weg. Und wir haben hier diese Ratschenaufsätze, die, wo man das so ein bisschen raufsteckt und dann ist es so ein bisschen beweglich. Klar, Viertel Zoll ist immer die Sache, ne? Die Köpfe knacksen auch ab und zu gerne mal weg. Aber in solchen Sachen sieht es auch, glaube ich, ganz gut, dass man so einen kleinen minimalen Winkel drauf hat, lange keine 45 Grad oder so, aber man sieht. Aber es reicht hier in dem Fall, um halt die Schraube zu bewegen. Filtergehäuse vorbeizulenken. So, hat er sie. Hat er sie. Bobchen hier oben hin. Soll ich kurz sagen. So, jetzt können wir. Ja, das hier nehme ich ein bisschen gegeneinander. Verdrehen. Wir stellen euch mal hier hin und versuchen mal das Thermostat rauszudrehen. Wir werden euch mitnehmen, wenn wir noch ein paar Kniffe und Tricks brauchen. Aber wahrscheinlich wird es auf einfach nur rausfummeln hinauslaufen. Bis gleich. Eigentlich nicht, ne?
Da ist er. Da ist das Baby. Tada! Da ist er. Wir haben nämlich noch den... Wir mussten hier noch einmal kurz die Ansaugung ein Stück abmachen, dass wir ihn ein Stück zur Seite drücken können, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Genau, hier sieht man jetzt auch noch mal besser dieses tolle Rohr hier. Ist da hinten. Dieses Rohr. So, dann sieht man da den Flansch. Da noch. Mit Schraube unten, Schraube oben. Da, warte mal, untere Zeigestock geht dann da, ja, da. Nee, unterer, ja. Thermostatanschluss. Genau. Der seitige. Seitige ist noch dran. So sitzt's. So sitzt's. Da ist er. Genau. Perfekt, was haben wir abgemacht? Den haben wir abgemacht. Schon sonst große Rohr haben wir noch gelöst hier hinten. Das liegt jetzt hier unten drin. Das kühlmittel Rohr. Obere. Was von hinten einmal rüber geht. Zum Kühler. Zeigen wir euch gleich im zusammengebauten Zustand. Ich würde sagen, einmal sauber machen, ne? Genau. Und dann können wir das neue schon wieder reinsetzen. Kuckuck. So, wir haben das neue Thermostat jetzt hier in der Hand, haben den Schlauch schon mal wieder rangemacht, weil man dann nachher so scheiße rankommt. Und haben jetzt hier schon mal ein bisschen Fett, so ein ganz kleines wenig, an die Gummimuffe gemacht, dass man da einfach gleich, dass es ein bisschen besser reinrutscht. Und jetzt werden wir das hier mal wieder einfädeln, in entgegengesetzter Reihenfolge wie vorhin. Und dann geht's weiter. Also theoretisch später muss es ja mal irgendwie so hier rein. Gucken, ob wir hier auch gleich so in dieser Richtung durchrutschen können. So, jetzt sieht man mir nichts außer Hände. Ich stelle euch mal wieder aufs Stativ und wir zeigen euch, wenn wir gleich nochmal alle Verbindungen zusammenbauen und das mit Drehmoment festziehen und alle Schläuche wieder anschließen. Bis gleich. Was macht der Meißner da? Er googelt. Und zwar nach dem Drehmoment für das wunderschön eingebaute Thermostat. Soweit alles wieder fertig, alles wieder verbaut. Wir zeigen euch gleich nochmal kurz im Detail, was wir wirklich alles gelöst haben. Relativ schnell versuchen wir euch das einmal im Überblick zu zeigen, weil uns fehlt immer gerne so ein Gesamtüberblick. Mal gucken, ob wir das gleich mit dem Zeigestock mal nochmal kurz zeigen können. Haben jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, ne? Ja. Jetzt auch einmal mit Drehmoment alles festziehen. Oder nur die zwei Schrauben festziehen und dann noch entlüften. Aber das zeigen wir euch gleich nochmal. So, Philipp mixt einmal hier unser Kühlmittel an. Was machen wir? 1 zu 1? Wir machen 1 zu 1. Wegen den kalten Wintern in Deutschland. Ja. Und dann haben wir 5 Liter fertiges Kühlmittel und werden wir dann gleich mal nach und nach einkippen, ihn laufen lassen, ihn per Hand so ein bisschen durchpumpen, ne? Ja. Kann man immer an den unteren Schläuchen so ein bisschen pumpen. Und dann gucken wir mal. Also wir denken, dass wir ihn so damit entlüftet auch bekommen und zur Not halten wir mal alle paar Kilometer mal an, ne? Und kippen mal ein Schlückchen nach. Das schafft er schon. Ihr seid live dabei, Freunde. Das ist undicht. Es ist eine Undichtigkeit. Och nee, lass mal. So. Man würde ja denken, Philipp googelt immer noch nach Drehmoment. Für das wunderschöne Thermostatski. Aber? Wir haben ein Problem, Freunde. Philipp wird es euch präsentieren. Das hat damit zu tun. Da. Müssen wir eigentlich die Firma sagen, von der wir das schöne Teil haben? Und hier, das Ding brauchen wir auch dafür. Genau. Also, wir haben es jetzt gerade mal eingebaut. Wir brauchen uns Licht. Wir haben es gerade eingebaut. Waren fertig. Wollten es befüllen oder haben es befüllt.
Und ab da hatten wir dann ein wunderschönes Rinnsal unterm Auto. Zum Glück stand ja unsere Wanne noch da. Also wir konnten es astrein wieder auffangen. Außer, dass wir es nicht wieder verwenden können, ja. Das nicht, das wollen wir nicht. Aber ja, so, jetzt haben wir ein bisschen Fehlersuche betrieben und dann festgestellt, dass als wir uns das alte mal wieder zu Rate gezogen haben, wir haben ja die 4 Anschlüsse, Motorseite, oberer Kühler, nochmal ein Kühlschlauch und das untere. Hier ist es ja mit so einer lustigen Steckschelle, wo wir vorhin diese Schelle erwähnt haben, die das dann so, wo es einklickt, einfach nur mit so einem Springring fast, ja. So. Jetzt haben wir mal hier gemessen und hier, wie ihr sehen könnt, geht es ja jetzt ziemlich stramm rüber. So. Machen wir das Gleiche. Wackeln so, das ja, ist ja das jetzt ist bombenfest. Theoretisch. Das klemmt dazwischen. Es hält, fällt jetzt nicht so, aber es ja, hält, ja, ne? Ja, ja, so. Was waren das jetzt hier? Das sind jetzt knappe 33. Okay. So. Wir zeigen euch das, wenn wir den Scheiß da jetzt wieder ausgebaut haben, gleich nochmal bei dem Teil, was wir eingebaut haben. Wir haben es jetzt im eingebauten Zustand mal versucht, das Ding da ranzuhalten. Was dann passiert ist, dass ich sowas hier machen kann. Oh ja, das haben sie als Maß genommen. So verhält sich das, wenn ich bei dem eingebauten Neuteil diesen Anschluss messe. Ergo kann das natürlich nicht abdichten, weil hier ist eine Dichtung, die hier rüber rutscht, an diese Kante ran. Und wenn das natürlich zu klein ist, dann funktioniert es nicht. Also, was wir jetzt machen, weil wir wollen ja wieder nach Hause ins Bettchen. Wir bauen das alles wieder aus, bauen das alte wieder ein und hoffen, dass das alte sich dann regeneriert hat über die Zeit. Ja. Weil wir haben es zumindest mal getestet. Siehst du? Interessant. Könnt ihr ja gerne mal runterschreiben. Wir haben es jetzt mal getestet und haben hier Wasser reinlaufen lassen. Das Thermostat sitzt ja hier drin und soll gegen den Schlauch verschließen. Wenn ich jetzt hier Wasser reingieße, kommt da auch nichts raus. Jetzt kann es natürlich sein, dass es zu früh öffnet, pipapo, das könnte man jetzt dann alles nochmal testen. Wenn man dazu aber im Internet sucht, bezüglich diesem Auto, findet man auch relativ viel, wo sie sagen, ja, nee, im Winter schafft er das sowieso nicht. Ich finde es ein bisschen komisch, weil eigentlich kenne ich das, dass die Autos, erst recht modernere, geradewegs auf 90 Grad stehen und dann ist fertig. Dass sowas wie der Golf 2 da so ein bisschen rumschwankt. Ja, das kennt man, aber hier ist komisch. Genau, also... Wir bauen es jetzt wieder aus. So, Licht wieder an. Und dann heißt es, eben haben wir eine Stunde gebraucht für außen einbauen. Ich würde sagen, jetzt geht's schneller. Und Philipp, wir sehen uns wieder, wenn wir wieder Kühlwasser befüllen, beziehungsweise uns gleich nochmal zeigen, wie viel Abstand da dann wirklich war. Ne? Richtig. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Beim zweiten Mal. So. Hat es nur noch 11 Minuten gedauert, es auszubauen. Wenn man jetzt genau weiß, wie es geht, dann geht das schneller. So, jetzt können wir euch genau das Problem zeigen. Das ist jetzt hier das Neuteil oder das, was wir jetzt gerade wieder ausgebaut haben. Der besagte Anschluss. Und jetzt zeige ich euch das hier schön. So, man sieht es noch nicht doll, aber schon ein bisschen. Machen wir das gleiche mit dem alten Originalteil. Stramm. Tja. Und das ist genau dieser eine Millimeter sozusagen Abweichung. Der jetzt hier wunderschön dieses Problem produziert. Ja. Zahlen stehen da vielleicht auch gleich nochmal drauf. Ich weiß gar nicht, ob man den Hersteller hier sieht. Ups. Keine Werbung an dieser Stelle. Jetzt werden wir mal wieder das gute Teil einbauen. Wir müssen irgendwie durchspülen. Das bringt wahrscheinlich auch alles nicht. Nee. Mit heißem Wasser, mit dem Wasserkocher mal durchpusten. Naja, ich würde sagen, ein bisschen Fett dran oder auch nicht. Die Dichtungen sind ja alle flutschig. Ja. So, das 11 heißt, Minuten. Wir holen uns jetzt hier kurz den Schlauch. Schlauchzange meine ich. Bohren wieder die Schläuche um. Machen wir das Schläuchchen hier wieder. Du hältst es genauso. So, wieder umgebaut. Schlauch ist wieder an dem alten. Und dann kann der Einbau wieder beginnen. Einbau wird ein bisschen länger dauern als der Ausbau. Ne? Gucken wir mal. Obwohl eigentlich, stimmt, ne?
würde sagen, na dann, auf die Plätze. Fertig, los. Da, wir haben es 23.06 Uhr. Let's fetz. 7. So, für den Einbau waren es jetzt 14 Minuten. Was haben wir gesagt? 7 nach 14 Minuten. Perfekt. Also 3 Minuten länger als fürs Zusammenbauen, aber insgesamt natürlich eine schnelle Nummer. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen was reingießen. Wir gießen wieder Kühlflüssigkeit auf und gucken mal, ob es plätschert. Ich glaube, die andere Sequenz haben wir drauf, wo es dann anfängt zu plätschern. Wenn jetzt nichts daneben gießt. Aber es hat beim anderen jetzt schon geplätschert, glaube ich, ne? Ah, das klingt sehr dicht. Dann mixen wir uns gleich nochmal einen 5-Liter-Kanister, ne, zur Fahrt. Ja, auf jeden Fall. Top. Wir zeigen euch gleich nochmal alle Schräubchen und alle Halter, weil jetzt haben wir sie ja alle viermal in der Hand gehabt. Und bis gleich. Denn zeigen wir euch jetzt nochmal, wie es am schnellsten und am schlauesten geht. Das wissen wir jetzt. Übung macht den Meister. Genau. Wo also, fangen wir an? Wir fangen an damit, die Schelle ab. Mhm. Ich bräuchte so eine orange Spitze, ne? Ja, und dann ein Laserpointer. Das wäre krass. Okay, also, ich mach's mal andersrum, da ist nämlich nicht magnetisch. Die machen wir ab. Jo. Dann geht's auf die andere Seite rüber. Da kommt die Schelle ab. Die Schelle ab. Weißt du? Die Schelle ab. Ja. Weil dann ist dieses Rohr hier, der Schlauch aushaken hier. Genau. Weil dann ist das Rohr frei. Das ganze Hartplastikrohr. Dafür muss dann noch diese Schraube ab. Diese Halterungsschraube? Dann genau. Und die gleiche ist hier nochmal von hinten. Man sieht sie hier durchgucken. Ja, 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 ja. Da hast du sie. Da. Genau. Wenn ihr die abhabt, könnt ihr dieses Ding da noch den Schlauch aushaken. Genau. Und dann könnt ihr das Ding, das ganze Rohr ist halt ein hartes Plastikrohr, so ein bisschen hier unten reindrücken. Dann habt ihr einfach deutlich mehr Platz, weil das Thermostat ja genau hier hinter sitzt. Genau. Dann Ladeluft. Ja, das kommt ja erst später. Ja. Dann kommt erstmal Stecker von der Lichtmaschine ab. Jo. Dann kommt dieser Stecker ab. Jo, ist ja nur eine Verbindung irgendwie ist, ne? Ja, ist irgendwo so dran. Ja. Hier hinten ist eine 13er Mutter. Jo. Die halt kommt auch ab. Für den Stecker. Ja. So, dann habt ihr das, den könnt ihr hier so zur Seite legen und habt das hier schon mal alles frei. Das Rohr ist dann sowieso schon weg. Der Schlauch ist der, der zum Thermostat rüber hier hingeht. Ja. Genau. Und wenn der auch, also hier bleibt er dran, weil es macht sich einfach deutlich einfacher, da kommt man nämlich schlecht dran. Deswegen hier abmachen, dann bleibt der Schlauch am Thermostat, hier da ist er ausgehakt. Genau. Dann hier unten diese Klammer auf. Ja. Ne, die, wo jetzt das Problem war. Den Schlauch runtergedrückt, dann ist das auch weg. Und dann schraubt ihr noch hier hinten in dem Loch die Schraube ab. Ja, haben wir. Sehen wir gut. Weil dann ist dieses Plastikrohr hier, was auf der anderen Seite ins Thermostat reingedrückt wird, das nur, könnt nur ihr dann... reingeschoben, reingesteckt, genau, ne? Einfach reingesteckt. Das könnt ihr dann lose rütteln nach und hinten. Nach Richtung Fahrzeug... Hinten. Also, Heck. Ja genau, Richtung Fahrzeugheck drücken. Und dann als letztes macht ihr die zwei Schrauben vom Thermostat ab. Die und die. Na kurz, die obere habe ich. Die untere ist da so ja, unten drin. Man sieht sie, aber sie ist ja gegenüberliegend. Genau. Wenn ihr die auch abhabt, dann könnt ihr das Thermostat so leicht gedreht hier rausholen. Wir haben dafür auch noch den hier abgemacht mit einer 7er Nuss. Kurz die Schelle auf. Und dann könnt ihr den auch noch ein Stück zur Seite drücken. Und dann habt ihr hier den Platz, um das Thermostat wirklich ziemlich einfach rauszuholen. So, wenn ihr das gemacht habt, seid ihr nach 11 Minuten fertig. Dann baut ihr das Thermostat um. Dann macht ihr den Schlauch an das neue Thermostat. Vorher kontrolliert ihr aber, ob die beiden Dinger gleich dick sind. Also außer ihr wollt es wie wir zweimal machen oder dreimal, wir müssen jetzt nochmal ein neues kaufen. Und dann geht das ganze retour, das dauert dann 14 Minuten. Das heißt, mit noch zwischendurch ein bisschen chillen, in einer halben kurz Stunde. Den Schlauch, seid da easy in einer halben Stunde fertig. Nein, ja. Quatsch. Wird beim ersten Mal bestimmt ein bisschen länger dauern, aber irgendwann lässt sich das auf jeden Fall realisieren. Wir entlüften jetzt. Wir entlüften jetzt das Auto mal. Gucken, dass jetzt auch mit Druck alles dann dicht ist. Ob das Problem behoben ist oder nicht, das können wir uns jetzt ausmalen. Außer ihr schreibt darunter, irgendwie das ist bei dem Motor immer so. Mich würde es zwar wundern, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Und ansonsten, glaube ich... Sehen wir uns gleich im Auto vielleicht nochmal? Sehen wir uns vielleicht gleich nochmal im Auto. Eigentlich wollten wir euch zeigen, wie die... Temperaturlade auf 90 Grad steht. Aber ob das jetzt heute so gut funktioniert,
wir nehmen die Kamera mal mit und dann gucken wir mal. Dann können wir euch zeigen, wo die vielleicht so rumsteht. Auf alle Fälle sehen wir uns gleich nochmal. Genau, bis gleich. So, wir haben es entlüftet. Ging echt gut eigentlich. Jetzt bauen wir wieder den Unterfahrschutz dran. Fahren das Auto aus der Halle. Und werden es vielleicht gleich unterwegs nochmal mitnehmen. Natürlich wird ja das Thermostat jetzt keine 90 Grad erreichen, weil es ist ja wieder das Thermostat von vorher. Aber wir müssen ja irgendwie nach Hause kommen. Und deswegen fahren wir wieder mit dem alten Thermostat. 23.47 Uhr. Auf geht's. So, wir sind unterwegs. Genau. Wir haben gerade noch mal eine kleine Analyse betrieben. Also wir müssen mal schauen. Wir müssen uns jetzt noch ein bisschen schlau machen, was bei dem Auto hier, woran das so liegen mag. Weil fahren wir 200 durch, dann haben wir unsere 90 Grad Kühlwasser, was ja nur einem Thermostat nur absolut nicht entspricht. Also ich meine, umso mehr Fahrtwind, umso länger der große Kreislauf offen steht, umso eher müsste es ein Problem sein, also umso eher müsste er kälter werden und nicht wärmer unter Last. Deswegen bin ich da jetzt wirklich nochmal gespannt, was man da so rausfindet, wenn man sich da ein bisschen schlau macht, wie das bei dem Motor sich verhält. Und jetzt, fahren wir, wieder jetzt fahren wir wieder 120 und haben nur noch 70 Grad Kühl. 70, 75, keine Ahnung, was auch immer, wie man es da von der Anzeige ablesen mag. Genau. Also ich glaube, es gibt bestimmt noch mal ein zweites Video dazu, wenn wir das rausgefunden haben, was auch immer es ist. Oder ob es wirklich normal ist, was ich mir nicht so ganz eigentlich, wie gesagt, vorhin schon vorstellen kann, aber man weiß ja nicht. Klar, weiß man ja, dass neuere Motoren da, diese Motoren schon irgendwie auch teilweise Probleme haben, weil sie so effizient sind, überhaupt die Temperaturen zu halten. Man könnte jetzt gleich auch noch mal, das werden wir gleich als nächstes noch mal machen, dass wir noch mal versuchen, wir machen die Heizung hier aus. Oder auf kalt, dass wir ihm die Abwärme nicht wegnehmen und gucken mal, ob er dann wieder hochgeht. Genau, wir experimentieren hier einfach noch ein bisschen und sagen, glaube ich, schon mal danke fürs Zuschauen. Genau. Ihr wisst jetzt, wie man ein Thermostat bei einem Audi A4 B8 2 Liter TDI 143 PS tauscht. Genau, falls ob ihr Fragen habt. Ob man das jetzt machen muss, ist eine andere Frage. Genau, schauen wir einfach mal. Ansonsten, lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne. Gerade bei dem Video sind wir jetzt wirklich besonders interessiert, was ihr da so an Meinungen zu habt. Lasst uns gerne was wissen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über ein Abo. Wie Timmy sagen würde, die hübsche Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!